Wir sind weitergefahren, wurden gerade abgeholt von Flo. Wir sind bei Flo und Lisa in Salzburg. Und wir freuen uns gerade so. Das kleine Baby von denen ist da. Man lernt dadurch das Baby auch so gut kennen, finde ich. Pfui, das ist echt wahr hier. Lisa und Flo halten auch ein kleines Baby ab. Und seit dem ersten Tag auch, oder? Ja. Voll gut. Und klappt gut. Pfui. Bis jetzt? Alles gut. Oh, endlich wieder vegan. Ja. Beim Skifahren gab es halt nur vegetarisch und viel mit Käse. Und ich kann es mal essen, aber wenn ich das so ab drei Tagen, merke ich das so extrem. Und jetzt freue ich mich auch wieder, richtig schön vegan zu essen. Currys, leckere Currys. Mal sagt jetzt immer wieder Mama und Papa. 10 Monate ist er alt. You've got the whole wide world right before you. So let it inspire you. Light a fire inside you. Time, you've got plenty of that. So I'm begging of you, please don't turn your back. Dula, oder? Bei der Hausgeburt. Eine Dula, ja. Beziehungsweise eine traditionell lernende Hebamme. Also, sie hat gesagt, sie ist keine Dula, weil wir das im Video so gesagt haben. Sie hat gesagt, sie ist eine traditionell lernende Hebamme. Also, sie hat alles traditionell halt gelernt, wie das früher war. Und die lernen halt immer voneinander. Verrückt, ja? Voll schön. Total, es wirkt gleich so warm hier, oder? Ja. On that dream, baby, dream, rest your head and let your mind run free. Nee, in Salzburg. Und nee, in momentan? Salzburg. Ist Liam ständig in der Trage? Ja, ist ein bisschen schwerer für mich wieder jetzt. Aber ich meine, auf der Schulter war es auch schwer. Ist aber Training, Schatz. Ja, und besser als auf der Schulter. Wir gehen jetzt ins Spielzeugmuseum nach Salzburg rein. Und da treffen wir die Kathi mit ihren Zwillingen und der Valerie, der 3 Kinder. Und sie kennen uns auch über YouTube. Und Lisa und Flo kennen wir auch übrigens. Also sie kennen uns schon länger über YouTube. Und wir haben sie dann kennengelernt durch die Scherzingers. Und jetzt haben wir uns wieder getroffen. Und es ist voll schön, weil die Familien auch voll ähnlich denken. Ihre Babys tragen, Familienbett praktizieren. Und dann hat man einfach voll viele schöne, ähnliche Ansichten und Themen zu besprechen. Das ist voll schön. Und wie gesagt, freue mich jetzt auch schon voll auf Kathi. Und die Zwillinge zu treffen, die sind auch noch ganz mini. 4 Monate werden die. 4 Monate. Ja. Ah ja. Ja, so viele schöne kleine Babys, gell? 4 Wochen, 4 Monate, 10 Monate ist jetzt mal und dann ist Lou 1,5 und Liam ist 3,5. Und Valerie? Ja. Valerie ist? Wie alt ist sie? 3,5? Ja, im Herbst ist 3 geworden. Ja. So, ah, ja. Genau. Voll schöne große Gruppe, freue mich jetzt voll. Ja.
Auf. Der schläft. Und der eine guckt noch ein bisschen. Der schaut noch. So süße Baby. Ich finde das so süß. Echt, früher wollte ich immer Zwillinge. Ja. Jetzt will ich wieder welche. Oh, kannst du die mal ausleihen, wenn du willst? So. Stillen kannst du ja. Ankommst, heißt es hier. Man wirft mir vor, ich sei auf der Flucht. Mag sein, dass ich mir das eingestehen muss. Ich bin auf der Flucht vor einem lebenden Grau. Vor leeren Augen, egal wohin ich schau. Doch du meinst, du weißt, was gut für mich ist. Doch weißt du eigentlich, ob du bist, wer du bist? Ich würde es bereuen, eines Tages ganz verstanden. Nicht wie viele Wege noch offen sind, solange sich etwas bewegt, mein Herz im Rhythmus schlägt, gibt es Zeit und Raum für Veränderung. Also lass ich die Vergangenheit ruhen. Jahrelang liebst du denselben Tag, hast dich nie an deine Träume gewagt. Doch du meinst, du weißt, was gut für mich ist. Doch weißt du eigentlich, ob du bist, wer du bist? Ich würde es bereuen, eines Tages ganz bestimmt. Siehst nicht, wie viele Wege noch offen sind, solange sich etwas bewegt. Gibt es Zeit und Raum für Veränderung?